Mit einem 220-Tonnen-Autokran ist am Dienstagnachmittag das Herzstück des neuen Hocheffizienzkraftwerks am Uniklinikum Gießen angeliefert worden. Eine Brennstoffzellenanlage, die im Dezember im Keller des 650-Bettenbaus Strom- und Hochtemperaturwärme erzeugen soll. Das Transportfahrzeug hiefte das rund 30 Tonnen schwere, 6,50 Meter lange und je 3 Meter breite und hohe Hot-Modul in den Neubau. Es war ein spannender Tag für alle Beteiligten, sagte Projektleiter Christian Launhardt von den Stadtwerken Gießen, die die Zentrale gemeinsam mit der Uniklinikum Gießen und Marburg GmbH gebaut haben und auch betreiben werden. Nach beider Angaben handelt es sich um die weltweit erste Hybrid-Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungsanlage. Ihre drei Komponenten sollen pro Jahr 12 Millionen Kilowattstunden Strom, 27 Millionen Kilowattstunden Wärme und 6 Millionen Kilowattstunden Kälte erzeugen, und zwar besonders effizient und umweltschonend. Die Investitionen belaufen sich auf rund 5 Millionen Euro. Teuerste Einzelkomponente ist die Brennstoffzelle. Hier steuert der Bund über ein Sonderprogramm 1,7 Millionen Euro bei.